Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute mit dem Lego Star Wars XXL Magazin, und zwar der Ausgabe Nummer 7. Das Ganze ist für 5,99 Euro erschienen. Wir erhalten hier zwei Extras, und zwar zum einen der Polybag mit dem TIE Interceptor, die 25 Jahre Lego Star Wars Edition, und zudem gibt es noch eine limitierte Karte, die sich hier hinter dem Polybag versteckt. Wir werden natürlich gleich erstmal die Extras entfernen und uns alles in Ruhe anschauen. Dennoch wieder so ein Magazin, was für mich persönlich nicht hätte sein müssen. Warum? Ich gebe jetzt wieder knapp 6 Euro aus. Wofür? Klar, hier unten sehen wir es. Eine limitierte Karte. Dann würde ich mal sagen, ich entferne die Extras und wir schauen uns hier einmal alles in Ruhe an. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten hier bei dem Polybag. Das ist die Nummer 30685 TIE Interceptor. Wie schon gesagt, 25 Jahre Lego Star Wars. Und so ist das allgemein bei den XXL Magazinen. Wir haben da einen gängigen Polybag drin, wie gesagt, diesmal von Star Wars, die 30685. Davor war es zum Beispiel Ninjago gewesen, die Nummer 6. Und wir haben nicht immer den aktuellen Polybag mit dabei, sondern den Vorgänger. Klar, den hier müssten wir in den meisten Fachgeschäften auch noch bekommen. Originalpreis 3,99 Euro. Dann für mich der Hauptgrund, dieses Magazin zu erwerben, ist die limitierte Karte Nummer 20R2D2 und C3PO. Wir sehen, ich habe es leider nicht gesehen, die Karte hat hier oben einen leichten Knick drin. Ja, wieder sehr schade. Optisch finde ich die limitierten Karten unserer Jubiläumsedition richtig gut gemacht. Mit dem Schwarz-Gold immer im Hintergrund. Gefällt mir sehr gut. Wir sortieren das Ganze mal ein. Wie gesagt, wir haben hier unsere Jubiläumsedition, die 25 Jahre Lego Star Wars. Auch wenn wir mit der regulären, also der Machtedition, noch gar nicht durch sind mit den limitierten Karten, fangen wir hier zum Beispiel schon mit der Nummer 20 an von der Jubiläumsedition. So sieht er dann aus. Wir hatten auf der Nummer 18 C3PO, auf der 19 R2D2 und auf der 20 beide kombiniert. Also auch hier, ich finde die limitierten Karten haben sie wirklich super gemacht mit dem schwarz-goldenen Hintergrund. Dann starten wir jetzt mal mit dem Magazin. Wie erwähnt, das XXL Magazin ist jetzt mittlerweile die Nummer 7. Und hier ist es so, hier springen wir auch in den Themenbereichen hin und her. Wir hatten, glaube ich, die Nummer 5 war damals Minecraft gewesen. Da sollte auch eine limitierte Karte dran sein. Die war zum Beispiel nicht mit dran. Jetzt haben wir wieder Star Wars und natürlich passend zu Star Wars auch hier Ninjago-Werbung, linke Hand. Hier sehen wir das Inhaltsverzeichnis, rechte Hand, und wir suchen hier vergeblich ein Comic, haben wir hier nicht drin. Wir haben Seite 4, fängt das extra an, dann haben wir ein Rätsel, noch ein Rätsel, noch ein Rätsel, noch ein Rätsel, ein Spiel, ein Quiz und die Lösung. Und dann war es das auch schon mit dem XXL-Magazin. Dementsprechend kann ich euch in diesem Magazin bedenkenlos jede Seite zeigen. So, linke Hand, das nennt sich dann unser Extra. Wir sehen, unser Extra ist ein bisschen verschoben. Wir haben hier zwei verschiedene Teils drin, und zwar den Abfangjäger und den Bomber. Diese miteinander verschnibbelt, die müsst ihr raussuchen. Rechte Hand geht es dann halt einfach weiter mit weiteren Rätseln, beziehungsweise auch Missionen hier genannt. Ärger liegt in der Luft, heißt dann unsere nächste Mission, oder Rätsel haben sie ja hier meisten genannt, oder so ziemlich alles. Ja, da müssen wir einfach nur die Wörter einsetzen. Rechte Hand dann Werbung für das reguläre Star Wars Magazin. Da sind hier auch keine, wie soll man es sagen, Rätsel oder Missionen dabei, die bei mir volle Euphorie auslösen. Es sind halt standardmäßig Missionen mit drin. Dann haben wir, warum das Magazin ja eigentlich XXL heißt, muss man sagen, wie es ist. Mehr Seiten als in einem normalen Magazin haben wir nicht, wenn dann eher noch weniger. Wir haben halt ein XXL Poster. Schauen wir uns auch zum Ende an. Es ist halt wirklich groß. Da muss ich die Kameraeinstellung etwas ändern, beziehungsweise den Kamerawinkel. Wir bleiben dann hier bei unseren Missionen. Kennt ihr normale Labyrinth-Missionen? Haben dann hier nochmal ein paar Spiel, wo ihr ein, zwei Aufgaben gestellt bekommt. Ist alles nicht verkehrt gemacht, ist alles nicht schlecht. Hier haben wir dann unser Spiel,
ein standardmäßiges Würfelspiel. Zum großen Abschluss nochmal ein, zwei Rätsel. Und dann haben wir hier auch schon das Ende mit den Lösungen. Und auf der allerletzten Seite, das finde ich eigentlich gut, das fehlt mir so allgemein bei den Magazinen. Hier haben wir zum Beispiel was zum Ausschneiden und haben dann im Endeffekt ein Domino-Spiel. Also sowas könnten sie ruhig öfters in den regulären Magazinen bringen. Ich weiß, wir hatten zum Beispiel bei Ninjago früher auch so richtig Bastelsachen mit drin gehabt, wo wir Sachen ausschneiden konnten, zusammenkleben. Das fehlt mir stellenweise so ein bisschen an den Magazinen. Mal was Cooles, mal was Neues oder halt wieder was Altes neu aufgelegt. Jetzt schauen wir uns erstmal das Poster an. Ich klapp's mal auf, aber ich denke mal, ihr seht schon, also ich zeige es mal so. Hier haben wir oben Yoda im Hintergrund, so eine Mauer. Sieht ein bisschen Graffiti-mäßig aus. Und wir sehen hier versus Yoda. Und dann haben wir nämlich auf der anderen Seite das Sidious, dasselbe Spielchen. Ich finde, sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Und wenn wir das Ganze jetzt einmal aufschlagen, ihr seht einfach, ich bekomme vom Poster nur ein Bruchteil in die Kamera. Ich werde es am Ende einmal abfotografieren und für euch nochmal ein groß drüber liegen. Sieht auf jeden Fall richtig klasse aus, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Auch die Farbgebung sehr gut. Auf der anderen Seite dasselbe Spielchen, praktisch dieselbe Darstellung. Rechte Hand Luke Skywalker, auch wieder diese Mauer im Hintergrund, so ein bisschen im Graffiti-Style gehalten. Ich klappe es einmal zusammen und zeige euch noch die linke Seite, da haben wir dann das Vader. Das sieht natürlich auch richtig klasse aus. Also die Poster, muss man echt mal sagen, die machen optisch wirklich was her. Und ihr wisst auch, wenn es hier steht, es wären zwei Poster. In Wirklichkeit ist es wieder nur ein Wendeposter. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unserem heutigen Lego Extra, was dabei ist, beziehungsweise ist ja diesmal ein ganzer Polybag. Da würde ich sagen, den bauen wir jetzt mal zusammen auf. Der TIE Interceptor, hier die Itemnummer 30685. Die Teile habe ich jetzt nicht nachgezählt, dennoch finde ich, sind es wirklich ausreichend Teile. Und wir bauen wirklich einen gut erkennbaren TIE Interceptor und meiner Meinung nach einer der eher besseren, den wir bis jetzt bekommen haben. Insgesamt haben wir hier 21 Bauschritte, mit denen wir detailliert unseren TIE Interceptor wirklich super zusammenbauen können. Wir haben hier keine Fehlfarben mit dabei, alles schön in Grau und Schwarz gehalten. Wirklich sehr positiv überraschend ist für mich, dass die Cockpitscheibe wieder hier bedruckt ist. Wir hatten ja lange Zeit viele TIE Fighters bekommen, wo die Cockpitscheibe nicht bedruckt war. Hier ist es allerdings wieder so. Was natürlich auch wieder klar ist, wenn wir so ein Modell bauen, bauen wir verschiedene Sachen doppelt, wie zum Beispiel die Flügel. Die bauen wir im Prinzip zweimal doppelt. Aber das Schöne an der Anleitung ist, es wird direkt vorab gesagt, Achtung, dieses Teil wird zweimal gebaut, so dass wir es direkt von Anfang an zweimal bauen können und nicht einmal gebaut haben und dann merken, toll, ich kann es nochmal bauen. Nochmal unterm Strich, wirklich ein gelungenes Lego Extra bzw. ein richtig klasser Polybag. Und da er bei vielen jetzt schon aus dem Handel verschwunden ist, finde ich es eigentlich cool, dass wir nochmal die Chance haben, ihn zu bekommen in den XXL Magazinen. Und dann fasse ich hier einmal kurz zusammen, was wir heute gesehen haben und bekommen haben in unserem XXL Lego Star Wars Magazin der Ausgabe Nummer 7. Das Ganze kostet uns erstmal 5,99 €. Zum Ärgerlichen, hier klebt eine limitierte Karte drin der neuen Sammelkarten-Edition, die Jubiläumsedition. Dann haben wir hier den Polybag 30685, den TIE Interceptor mit einer wirklich tollen Optik. Das Magazin, hier keinerlei Comics drin, wirklich einfach nur Rätsel, Missionen und zudem noch ein Spiel. Dafür haben wir wirklich zwei richtig tolle XXL-Poster drin, die mich wirklich sehr überzeugen. Wie gesagt, mit einer Höhe von 55 cm und einer Breite von 82 cm sind es recht große Poster. Dennoch bei diesen XXL-Magazinen ärgert es mich, beziehungsweise allgemein bei verschiedenen Magazinen ärgert es mich, dass wir im Prinzip gezwungen werden, sie zu kaufen, wenn wir jetzt speziell wie hier die limitierten Karten alle sammeln, beziehungsweise allgemein Karten sammeln und möchten unseren Ordner vervollständigen. So wird dieses Magazin für die Star Wars Kartensammler leider ein Muss. Und daher ist es auf der einen Seite schon recht ärgerlich, aber auf der anderen Seite muss man echt sagen, bekommen wir hier ein cooles XXL Magazin mit einem tollen Polybag dazu. Aber ihr wisst, alles was ich hier im Video sage, ist nur meine persönliche Meinung.
Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von unserem Lego Star Wars XXL Magazin der Ausgabe Nummer 7. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Hoggy.